Hallo Leute und herzlich willkommen zum 13. Teil von meinem Sims Let's Play. Ja, es ist jetzt der nächste Morgen. Maximilian ist, also es ist wirklich sehr früh morgens, es ist 5:45 und Maximilian hat fast durchgeschlafen. Ach nee, er ist mitten in der Nacht aufgewacht und jetzt muss er aber noch ein bisschen beschäftigt werden und so weiter. Aber er wird sich wahrscheinlich sowieso gleich in die Windel machen. Ja. Und jetzt muss auch hier Nicholas aufstehen, denn er muss gleich essen. Und dann muss er auch gleich zur Arbeit. Er will an seinem Buch arbeiten, das kann er jetzt nicht machen. Das Schwangerschaftsbuch lesen, so essen und dann soll er mal aufs Klo gehen. Was willst du denn machen? Noch weiter schlafen? Ja, okay, ein bisschen kann sie ja schon noch schlafen, während er isst. Dann soll er geschwind noch, bevor er zur Arbeit geht, hier die schmutzige Windel wechseln und dann noch kurz kuscheln und dann zur Arbeit gehen. Dann müsste das auch was werden. Perfekte Arbeitsteilung. Hier kann ich schon mal die Sprenkler ausschalten. Oh, jetzt schreit das Baby. So. Ja, ich denke mal, ihr habt es jetzt auch mittlerweile schon bemerkt, dass seit 5 Teilen, ich habe es nur immer wieder vergessen zu sagen, auch endlich das Mikrofon wieder lauter ist. Nein, du sollst jetzt noch nicht zur Arbeit gehen. Du sollst erst noch dem kleinen Jungen hier die Windel wechseln. Dann kannst du zur Arbeit gehen. Ja, die Sache mit dem Mikrofon war einfach nur, dass ich vergessen hatte, die Mikrofonverstärkung einzuschalten. Aber jetzt ist alles wieder gut. So, und er ist jetzt auch wieder fit. So, und du gehst jetzt zur Arbeit. Yep. Wahrscheinlich, wo geht er denn hin? Ach, das Auto ist da hinten. Das ist echt doof, dass das Auto da hinten wartet und nicht direkt vorm Haus. Na gut. Du lernst jetzt mal hier, triffst erstmal alle deine Kollegen. War er überhaupt schon arbeiten? Es ist schon ein bisschen länger her, seit ich die letzten Parts aufgenommen habe. Deshalb, ach so, hier genau, Arbeitsbeziehung. Eine Kollegin, Anna Menno, ab und zu mal leckt das Spiel oder hakelt das ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. So, sie soll dann zum Frühstück soll sich Pfannkuchen machen. Nein, sie soll einfach mal. Ah, jetzt ist er auch bei der Arbeit. Die Post nehmen. Ach, jetzt ist auch der kleine Junge eingeschlafen, endlich. Na gut, jetzt ist sie fertig hier, jetzt ist sie aufgewacht und dann soll sie hier auch gleich mal den Garten pflegen. Und die ganze Ernte ist mir eingefallen, brauchen wir ja gar nicht alles zu verkaufen, sondern wir können das ja auch alles noch in den Kühlschrank packen. Das war mir irgendwie die letzten Parts gar nicht so bewusst, weil dann müssen wir weniger zahlen fürs Essen natürlich. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen von Renaud van der Walt. Hier eine Pflanze. Beförderungsparty. Veranstalte eine Party und lade Anna Menon ein, um die Beziehung zu deinen Kollegen zu verbessern. Ja, das können wir theoretisch machen. Wenn Maximilian älter wird, dann können wir das kombinieren mit einer Geburtstagsparty. Obwohl ich jetzt nicht so übertrieben, Entschuldigung, ich habe gerade auf den anderen Bildschirm geguckt und gesehen, dass die Ausschläge beim Mikrofon doch sehr leise sind und ich deshalb hoffe, dass ich nicht wieder vergessen habe, dass
die Mikrofonverstärkung einzuschalten. Das wäre sonst irgendwie blöd. Ja, ist der Junge denn hier mal? Nein, der schläft noch gut. Dann machen wir danach unser Frühstück. Wir essen dann einfach das Sushi. Ist dann zwar kein Frühstück mehr, aber was soll's? Und ich beschleunige das hier wieder ein bisschen. Das dauert mir jetzt echt zu lang. Yeah, Nicholas kennt jetzt all seine Kollegen. Dann soll er seine Kollegen mit seinen Kollegen diskutieren. Aber warum kann er denn dann da noch auf Treffen klicken? Hat er denn noch jemanden kennengelernt? Oh, wir haben einen imaginären Freund bekommen. Cool, ich habe den imaginären Freund noch nie real bekommen. Oh, er ist befördert worden. Hallo, eins, Maximilian ist befördert worden. Oh, jetzt muss er Stories und Kritiken schreiben und der Junge hier ist total einsam. Gut, dann müssen wir hier gleich mal. Oh, ich muss das hier so ändern. Ah ja, perfekt. Die Flasche geben und dann noch mit ihm kuscheln. Das mache ich schnell so. Kuscheln, spielen, kuscheln, spielen, kuscheln und spielen. Nein. Oh. Mann, die Flasche geben soll natürlich erhalten bleiben. Flasche geben, kuscheln, spielen, kuscheln und spielen. So. Du gibst ihm nicht die Flasche, du musst unbedingt hier. Oh, das Sushi ist schlecht geworden, aber das ist nicht schlimm, weil sie hat ja noch genügend davon gegessen. Klo und duschen. Uff, was für eine Organisation. So, wann muss sie eigentlich wieder arbeiten? In 4 Tagen erst, okay. Also, sobald er älter wird. In 2 Tagen wird er zum kleinen Kind. Gut. Sozial geht hoch. Boah, wieder ein Blitz eingeschlagen. Wo ist er denn diesmal eingeschlagen? Hm. Hier kann man die Kürbislaterne ja schon mal anmachen. Nicholas möchte ins Ausland reisen. Das ist schön und gut, aber das können wir eigentlich jetzt nicht machen, weil das haben wir ja erst gemacht und mit dem Baby geht das sowieso noch nicht. Aber er will ein Interview führen. Kann er vielleicht einfach seine Frau interviewen? So, danach soll der Maximilian zurück ins Bettchen. Sie soll mal. Was kann sie denn mal machen hier? Ach ja, kochen lernen. Du sollst nicht etwas lesen, sondern du sollst aus deinem Kochbuch lesen. So, und er soll dann mal hier. Geht das? Beförderung verkünden, das geht immer. Dann soll er sie mal hier nach ihrem Tag fragen. Aber wo kann ich jetzt hier interviewen? Spezial? Nein. Sollen sie mal noch ein bisschen über das Kochen reden? Und er muss diese schreckliche Kleidung hier mal wechseln, das geht ja gar nicht. Alltag, wie viel Grad hat's denn? Oh, wir haben wieder gut Geld bekommen für die ganzen Alraunenwurzeln, die wir verkauft haben. Das ist perfekt. Und die Pfefferminze und so weiter. Mensch, jetzt haben wir 7.400 Simoleons. Da können wir eigentlich noch eine Waschküche oder so anbauen ans Haus. Ich weiß gar nicht, wo die eigentlich hin soll. Boah, wow, schon wieder ein Blitz. Sag mal.
Der Herbst ist schon echt gruselig. So, jetzt sind wir hier wieder schick angezogen. Ah, dann darfst du mal hier deine Angebetete verliebt umarmen. Das wünscht er sich ja sowieso. So, und sie wünscht sich einfach keine Interaktion mit ihm. Alles klar. Traurig, aber wahr. Er möchte was von im Wert von 500 Simoleons kaufen. Das ist ganz schön teuer. Ins Ausland reisen. Nee, ich lock's mal nicht ein und das auch nicht. Und mit Cassidy sprechen. Vielleicht kann er sie ja einfach einladen. Hier Cassidy Earthsong. Nach Hause einladen. So, wie geht's denn dem Jungen hier? Der muss aufs Klo, aber noch nicht dringend genug. Okay, dann soll sie hier mal wieder. Stopp jetzt! Meine Güte, du sollst einfach nur dein blödes eigenes Buch lesen. Hier lesen. Das kommt wieder zurück. Und er kann jetzt mal hier warten, bis die. Ah, oder einfach mal die schmutzige Windel wechseln. Das ist ja perfekt, dass das von alleine geht. Hier ist der imaginäre Freund. Das erste Spielzeug von Maximilian. Oh, der ist schon süß. Wann kommt sie denn, die Cassidy? Da kommt sie. So rum. Nein, du nimmst dir jetzt noch nichts zu essen, sondern hier lädst die gute Cassidy nach drinnen ein. Vielleicht kann er die ja interviewen gleich. Alles klar, so geht's natürlich auch. Das will ich aber eigentlich nicht. So. Jetzt müsste doch hier, können wir einfach mal. Ah, hier interviewen. Ging das nicht bei. Komisch. Na gut, sind wir noch Freunde, befreundet? Machen wir erstmal hier einschlagen. Förderung verkünden. Freundschaftlich umarmen und interviewen. Und dann vielleicht noch. Ach nee, erstmal nur das. Denn das wünscht er sich ja hier und das muss er ja auch machen hier. Stories und Kritiken. Mann, oh Mann, oh Mann. Cassidy flirtet ihn einfach an. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Und die Frau sitzt einfach daneben und liest ihr Buch und denkt sich, scheißegal. Sie will noch ein Kind bekommen. Okay, das können wir gleich mal einloggen. Er möchte eine tolle Zeit mit der Gruppe verbringen und Level 5 der Journalismuskarriere erreichen. Da hat er noch einiges vor sich. Er ist jetzt Level 3 und sie ist Level 4. Möchte auch Level 5 ihrer Karriere erreichen. Sie kann ja einfach mal hier mit. Hier ist ekliges Essen drin. So, er interviewt sie. Das ist bestimmt auch gut. Was ist sie? Rettungssanitäterin? Rettungssanitäterin. Da kann er bestimmt irgendeine tolle Erste-Hilfe-Story aufschreiben. So, ich will den Anruf ignorieren und ich stelle das Handy hier mal auf lautlos. Ja, dann soll er mal hier noch einen Witz erzählen. Ein Insider-Witz können sie ja auch erzählen. Oh, sie ist nur noch eine alte Freundin. So, dann mit Kommunikationsabschluss prahlen. Warum denn nicht? Alles klar, lustig. Nochmal einen Insider-Witz erzählen. Und dann bitten zu gehen. Hallo? Bitten Gruppe zu verlassen. Geht's jetzt? Okay, gut. Dann soll er jetzt nämlich hier, soll er jetzt einfach hier das verdorbene Essen ausräumen und noch nicht ins Bett gehen. Es ist erst 9 Uhr.
Hier, was ist denn da eigentlich dreckig? Verdorben? Das Sushi. Okay, dann soll er mal hier klebrige Carbonara, nein, Mac and Cheese machen, dass es für alle da ist. Und danach soll er noch ein bisschen hier Jobs und Berufe, nein. Wo kann er denn jetzt schreiben? Positive Story schreiben über Cassidy Earth Song. Perfekt. So, der Junge liegt hier einfach nur und das ist so gruselig eigentlich. Er wird voll gestalkt. What? Da würde ich aber echt anfangen zu weinen als Baby. Uiuiui. Oh, jetzt wird sie angerufen, oder wie? Ach so, ich wollte ja sein Handy lautlos stellen. Oh, ich bin so vergesslich. Wo geht es denn? Telefoneinstellung. Da natürlich. Telefon stumm schalten. Hallo? Anruf ignorieren. Ist das jetzt stumm? Ja, jetzt ist es stumm. Okay, und das mache ich mal bei ihr auch noch, weil das nervt mich einfach so abartig. Telefoneinstellungen, Telefon stumm schalten. So, dann können wir hier mal so ein paar Sachen in den Kühlschrank räumen. Die Trauben, die Zwiebeln, die Wassermelonen, die Karotten, Apfel, Tomaten, Limette und die Trüffel. Der Rest, der kann da erstmal bleiben, weil, naja, da weiß ich sowieso nicht, was wir damit machen sollen. Ja, hat sie auch irgendwann mal Hunger? Okay, sie liest hier einfach so ganz stoisch. Ja, du kannst jetzt auch aufhören und dir dann einfach mal hier eine Schüssel nehmen. Nein, du sollst doch erstmal ein Kraut hinzufügen davor, und zwar. Ich glaube, Basilikum ist gut, wenn man befördert werden will. Pfefferminze. So, und du sollst dann jetzt auch bald mal ins Bett gehen. Du bist schon sehr müde, du Herr. Schlafen. Und dann am nächsten Morgen gleich duschen. Dann fehlt der Spaß. Hat sie jetzt hier irgendwas? Oh. Ist er hungrig? Oh ja, und dann muss sie auch mal hier sich noch mehr mit ihm beschäftigen. Ach so. Dann noch hier am besten ein bisschen spielen, ein bisschen kuscheln. Hungrig ist er jetzt aber wenigstens nicht mehr. Okay. Hat er die Story schon geschrieben? Heul nicht rum, du. Aufs Klo gehen kann er morgen. Er muss jetzt echt einfach nur schlafen. Und dann am nächsten Morgen duschen. Wann hat er denn seinen freien Tag? Oh, er muss eigentlich gar nicht so. Morgen ist Gruseltag oder eigentlich heute Nacht, heute tagsüber, weil es ist ja jetzt gerade 12, nach 12. Alles klar. So, was macht sie jetzt hier? Wie geht's ihm? Er kann jetzt eigentlich wieder zurück, genau. Und sie soll mal hier jetzt erstmal noch die Makaroni essen. Und dann aufs Klo gehen und dann noch schlafen. Ich habe gesehen, das Video geht schon viel zu lang. Deshalb werde ich jetzt das Video beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!